Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant que ne commence la cérémonie, je voudrais saluer toute cette importante délégation allemande qui nous a rejoints aujourd'hui. En ce jour si particulier, le silence et la méditation conviendraient sans nul doute mieux que les paroles. Mais l'homme a besoin de se souvenir avec des mots pour vaincre la tentation de l'oubli. 6504 Menschen wurden am 22. Oktober 1940 aus den damaligen NS-Gauen Saarpfalz und Baden nach Gürs deportiert. 6.500 Menschenleben, 6.500 Schicksale verbinden unsere Heimatorte und Gürs. 6.500 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen unsere badischen und Pfälzer Gemeinden zu Hause und Heimat zugleich waren, bis sie ihnen in einer menschenverachtenden Spirale der Entrechtung, Enteignung und Verfolgung genommen wurden. Während es in den 1920er und frühen 30er Jahren für Schülerinnen und Lehrer unserer Schule möglich war, unsere Schule zu besuchen, sorgte der nationalsozialistische Terror auch bei uns für Ausgrenzung und Ausschluss aus der Schulgemeinschaft. Ich freue mich sehr, heute bei uns Herr Dr. Kurt Salomon Meyer aus Kippenheim zu begrüßen. Er und seine Familie wurden nach Gürs deportiert, aber zum Glück gelang die abenteuerliche Flucht der Familie über Marseille und Casablanca nach New York. Es ist uns eine große Ehre, Sie, Herr Kurt Salomon Meyer, hier heute zu erleben. Seit vielen Jahren halten Sie Vorträge über den Holocaust. Zudem sind Sie eine Förderer des wichtigen Projektes Mahnmal für die deportierte badische Juden in Neckarzimmern. Es ist gerade in der heutigen Zeit
bewegend zu sehen, wie Jugendliche sich mit der Geschichte der Deportierten in ihrer Heimatstätte beschäftigen und auseinandersetzen. Ist es umso wichtiger für uns alle, unsere Demokratie, unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen, zu sichern und zu bewahren. C'est ici à Gurs, depuis l'année 1957, quand le maire de Karlsruhe, M. Günther Klotz, lançait une initiative pour la remise en état de l'entretien du cimetière, une action fortement appuyée par le président du consistoire des Israélites de Bade, M. Otto Nachmann. Ganz kurz. Als ich als 10-jähriger Junge hier war, haben wir keinen Baum gesehen, keine Blumen wie hier. Alles war grau und Schlamm und Regen jeden Tag. Und als ich hier mit dem Bus kam, mit diesen vielen Begleitern, war ich ganz überrascht über die schöne Landschaft, wie ein Paradies. Also ich kann nur sagen, wir waren in einer Hölle, umringt von einem Paradies. Mein Name ist Pfarrer Wolf-Eckart Mietke. Herr Kurt Meyer hat mich gebeten, für ihn an diesem Ort das Wort zu ergreifen. Er wird morgen zu uns sprechen. Aber hier wurde es ihm zu schwer. Ich lese seinen Text. Als ich ein kleiner Junge war, liebte ich Züge. Aber als ich 10 Jahre alt war, musste ich die längste Zugfahrt meines Lebens machen. Ich erinnere mich, wie ich aus der Schule geholt wurde und wie meine Großeltern dastanden, mit Küssenbezügen, in die sie all ihre Habseligkeiten gestopft hatten. Ich sehe uns in Kippenheim auf eine Militärlaster steigen und höre, wie ein Offizier auf dem Bahnsteig zu meinem Vater sagt, Sie können Ihr eisernes Kreuz abnehmen, es nützt Ihnen doch nichts. Wir fuhren über den Rhein. Überall wurde geerntet. Die Bauern arbeiteten neben den Bahngleisen mit Sensen und Handkarren. Es war auch die Zeit des jüdischen Sukkot-Festes, das Laubhüttenfest. In Deutschland wurde ebenfalls geerntet, aber die Ernte waren Menschen. 2 Nächte später und viele zerstörte Häuser weiter kamen wir an einen Ort in den Pyrenäen, wo die Betten Strohlager waren und der Kaffee aus Getreide gebrannt war. Les tombes du cimetière du camp de Gurs témoignent d'un calvaire. Elles nous rassemblent pour le souvenir, bien sûr. Mais aussi pour que puisse être renouvelé à intervalles réguliers le pacte auquel nous nous efforçons de rester fidèles. Sauvegarder la dignité de l'homme, défendre la démocratie et les libertés, coopérer sur le plan international pour préserver ce que les générations d'après-guerre ont patiemment et difficilement construit, la paix. Saint-Esprit, Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Sehr geehrte Gäste, Anwesende, meine Damen und Herren, wir werden jetzt ein kurzes Gebet für die Verstorbene beten. Es ist ein Gebet, um zu zeigen, dass man konnte uns vielleicht körperlich verletzen, umbringen, aber die Seele bleibt hier immer noch und wir sind da, um zu zeigen, dass Am Israel chai. El male rachamim shochen bameromim ametze menucha nechona tachat kanefei Shechina B'malot Kedoshim Teorim Kezarakia Mazirim
l'nishema. Achinu b'nei Yisrael hakedoshim, hakedoshim v'hatorim, shenafelu bidei harotzechim, v'nishpechu damam, v'Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Gors. Gamer leolam achol v'chaya rishrush shel chamayim berach ha-shamayim tfilat kada. 1500 Pfälzern, die zur Hälfte etwa direkt aus der Pfalz nach Gürs deportiert wurden, zur Hälfte aus badischen Städten, vor allem aus Mannheim und Karlsruhe, die erst kurz vorher, meistens Ende 1938, in diese Städte von der Pfalz aus gezogen waren und dann eben von dort deportiert wurden. Sie schenkte sie mir mit der Bitte, sie sorgsam aufzubewahren, und sie sagte noch, machen Sie was draus. Ich habe die Briefe und Postkarten in den folgenden Jahren übertragen und mit zahlreichen Anmerkungen versehen. Da jeder Brief Fragen enthielt, hinsichtlich der in den Briefen genannten Personen, besuchte ich immer wieder Dorle Drexler in Landau und befragte sie. Zuletzt im Mai 2007, sie ist kurz darauf verstorben. Erst den 6. November 1940. Mein liebstes Dorle und meine liebe Irma, gestern Abend kam eure geliebte Post. Alle sagten, die Gretel sieht ganz gut aus. Es geht mir gut, obwohl ich meinen Gürtel enger schnallen müsste. Tante Lina und ich sind sehr traurig, dass man uns in eine andere, sogenannte Altersbaracke steckte. Wir sind 46 Frauen, fast alle über 60 Jahre. Neben Tante Lina liegt auf Stroh eine 90-jährige Blinde. 70-jährige sind jung. Heute, das hättet ihr miterleben müssen, kam mein Mann etwa 50 Jahre alt und fand seine Mutter, die er viele Jahre nicht mehr sah. Es war erschütternd. Überhaupt kann man das Leben hier schwer schildern. Um 7:30 Uhr morgens darf man anfangen zu reden. Ein Fenster, das ganz aus Holz besteht, wird geöffnet, das Licht hereinkommt. Ich stehe auf, gehe aufs Klo und in den Waschraum. Es können sich da meiner Meinung nach ca. 100 Frauen waschen. Dann holt man in einen großen Topf Kaffee und einen Teller Zucker. Um 1 Uhr gibt es Suppe und nochmals um 7 Uhr abends. Eine Kantine ist da, aber immer sehr bestürmt. Wir haben jedes 100 Mark mitnehmen dürfen. Für diese bekamen wir 2000 Frauen. Möchte ich die, meine Jugend im Dritten Reich, eine ganze kurze Jugend. Hier ist das ein Bild von meinem, das war der Großvater meines Vaters, in Diersburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Und er sitzt auf einer Treppe und in Diersburg bei Lahr. Und er hat eine Familienbibel hinterlassen, die habe ich geerbt. Und hier sehen Sie die. Sie hat nach der Pogromnacht hat sie ausreisen wollen. Aber meine Eltern waren schon mit mir auf dem amerikanischen Konsulat in Stuttgart 37 oder 38. Wir haben früh Kontakt. Ein Buch zu drucken, das Kinder gegen Juden aufzuhetzen. Ich habe 4 Seiten davon fotografiert. Du musst mich erinnern, wenn die Zeit zu kurz wird. In der Volksschule, jüdischer Stern, Juden mit langen Ohren, krumme Nase, lange Nase, hier ist sogar ein Jude, also ein Affe. Alle Juden sehen Affen ähnlich. The medium is the message. Ich kenne diesen Spruch. The medium is the message. Weiter. Und hier zeigt ein Junge Pilz im Wald
Und seine Mutter sagt, so wie die Pilze giftig sind, so sind alle Juden giftig. Ja, um Kindern das beizubringen. Weiter, noch zwei Bilder. Ein jüdischer Stoffhändler, wie mein Vater, das könnte genauso seine Biografie sein. Natürlich mit einem ganz hässlichen Gesicht. Das ist der Schwarzwald, hier ist der Kachelofen, Strümpfe zum Trocknen, das Kreuz in der Ecke, eine Bauernfrau. Und natürlich, unten steht, dieser Jude will diese Bauernfrau betrügen. Und noch ein anderes Bild. Hier mit diesem alten jüdischen Mann, natürlich ein ganz hässliches Gesicht. Und er spricht die Kinder auf der Straße an und sagt, hier, Kleiner, hast du etwas Süßes. Aber wenn ihr mehr wollt, müsst ihr mit mir gehen. Wir können uns schon vorstellen, was er mit den Kindern machen wird. Zerstörung der Synagoge, mussten die Juden da stehen, natürlich ohne Kopfbedeckung, kein Kippa. Und hier die SS-Leute stehen hier. Wir haben nichts davon gewusst, wir haben das nicht gesehen. Niemand hat es gesehen, hier steht die Bevölkerung auf der Straße. Boden wie von dem Leuchter, das ist, deshalb kam der Name Kristall nach, von dem Glas von jüdischen Schaufenstern. Und ich war zu Hause mit meiner Mutter und auf einmal hörte man Leute auf der Straße schreien, Jude, Jude, und dann auf einmal kamen Steine durchs Fenster und meine Mutter und ich, weiß gar nicht mehr, wo mein Bruder war, gingen nach oben auf den Dachboden und da lag eine alte Badewanne, die konnte man umkippen und wir lagen unter der Badewanne. Und, aber das ging sehr schnell, ein paar Minuten vor dem Haus, dann gingen sie zu anderen jüdischen Häusern. Koffer packen. Und wir kommen, und sie ist mit einem Militärlaster abgeholt worden und wir auch. Nur Baden und die Pfalz, nicht in Bremen, nicht in Dortmund, nicht in Hamburg, nur Baden. Baden wurde judenrein gemacht an einem Tag. Seit ist das Frauenlager und hier ist das Männerlager. Man kann das Stacheldraht nicht gut sehen. Und hier die kleinen Holzhäuser, die, wo die Toiletten, aber das war ohne Papier, nur ein Loch. Und Sie können sich vorstellen, wie das ausgesehen hat. Hier lagen Steine, sodass man auf den Stein gehen konnte, dass die Schuhe nicht in den Sumpf geraten. Meine Oma ist auch nach Amerika ausgewandert als Jugendliche. Ja. Mit ihren Eltern, Familie, Anfang 38. Und mir wurde erzählt, dass sie wurde natürlich in Deutschland, also sie musste ja diesen J führen in dem Pass, aber mir wurde erzählt, dass sie dann bei Ankunft in Amerika, sie wurden dann als Enemy Alien abgestempelt. Ja, wir bekamen eine Enemy, also. Dieser Herr erzählt, als seine Oma nach Amerika kam, wurde sie als Enemy Alien betrachtet. Feindliche Ausländerin. Wir bekamen auch ein großes Büchlein von der FBI oder Department of Justice und das wurden auch als Enemy Alien betrachtet. Aber sogar Italiener damals, die vielleicht noch nach Amerika kamen. Der Toscanini wurde als Enemy Alien betrachtet. Und wenn er mit seinem Orchester wohin gehen wollte, musste er erst vorher der FBI melden. Arturo Toscanini. Shrush
Baruch Hashem.